Mandy Katzenmeier, die Wahl ist geschlagen. Sie konnten den Sitz als Bürgermeister verteidigen. Wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich eigentlich sehr gut. Und knapper hätte es können nicht sein, mit 27 Stimmen plus. Ich möchte mich bei allen Wählerinnen und Wählern herzlich bedanken für das Vertrauen. Es ist sicherlich keine leichte Zeit gewesen. Darum noch einmal vielen, vielen Dank. Danke aber auch der Familie und allen Freunden, die immer hinter mir gestanden sind. Und ein herzliches Dankeschön allen 65 Kandidaten, die, glaube ich, eine super Arbeit gemacht haben über viele Wochen und Monate. Danke. Sie haben es angesprochen, die Wahl war sehr knapp. Wird sich das auch auf den Politikstil hier in Bluns auswirken? Es wird sicherlich Gespräche geben mit allen Parteien. Es ist da große Überlegungen in unserer Partei, wird es gehen. Wir werden sicherlich einiges erneuern müssen, aber das werden wir in Ruhe durchdiskutieren und schauen, dass wir das Beste für Bluns erledigen können. Können Sie sich einen Vizebürgermeister Mario Leiter vorstellen? Das ergibt sich aus den nächsten Tagen, wenn es die Gespräche gibt. Wir werden auch intern einmal Gespräche führen und dann mit allen Fraktionen und dann schauen wir, was herauskommt. Die Wahl könnte rein theoretisch angefochten werden. Erwarten Sie, dass sie angefochten wird? Erwarten, ich denke, positiv und warte ab, was die anderen Fraktionen bzw. die SPÖ-Fraktion unternimmt. Wird heute noch Köln gefeiert? Ich glaube schon, nachher ein bisschen. Wir haben, glaube ich, allen Grund dazu. Und uns freut es und wie gesagt, noch einmal allen herzlichen Dank, den Wählerinnen, den Wählern und auch allen, die mitgeholfen haben, dieses Ziel zu erreichen.